Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu unserer Bundespressekonferenz der Piratenpartei Deutschland zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur WLAN-Störerhaftung. Das Urteil haben wir jetzt zurzeit noch nicht. Wir werden das gleich per Telefon durchgesagt bekommen. Der Anwalt sitzt direkt im Europäischen Gerichtshof, wird schnell rausgehen, uns anrufen. Harry wird das per Telefon entgegennehmen und uns auf die Bühne bringen. Wir werden uns dann bemühen, das in einer einfach verständlichen Sprache zu übersetzen, weil Anwälte haben ja oft Texte, die nur sie selber verstehen. Und das wäre halt gut, wenn alle das verstehen können. Ich möchte jetzt anfangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und zu meiner linken Seite sitzt Tobias McFadden, der Kläger in diesem Fall. Und Tobias, vielleicht kannst du dich ganz kurz mit ein, zwei Sätzen vorstellen. Ja, wie schon gesagt wurde, Tobias McFadden ist mein Name. Ich bin seit 2009 in der Piratenpartei aktiv, komme aus Gauting bei München und hatte eben 2010 das kleine Problem, dass ich abgemahnt wurde wegen einer Urheberrechtsverletzung, die über meinen WLAN stattgefunden hat. Deswegen sitze ich jetzt hier. Dann möchte ich auf der linken Seite Nicole Britz, Landesvorsitzende von Bayern, bitten, dass Sie vielleicht auch ein paar Worte dazu sagen. Mein Name ist Nicole Britz, ich bin seit 2013 Landesvorsitzende in Bayern und seit 2009 Piratin, und der Landesverband Bayern hat mit seiner Untergliederung die Klage finanziert. Zu meiner rechten Seite begrüße ich dann Patrick Schiffer, den neuen Bundesvorsitzenden der Piratenpartei, ist jetzt ganz kurz im Amt. Und Patrick, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Patrick Schiffer, 43 Jahre alt und aus Düsseldorf. Ich bin seit 2012 in der Piratenpartei und bin am letzten Augustwochenende zum Vorsitzenden gewählt worden. Meine Vorgänger und auch ich unterstützen Herrn McFadden natürlich in dieser Klage. Auch weiterhin werden wir da nicht locker lassen, bis die Störerhaftung gefallen ist. Dankeschön. Dann begrüße ich noch Bruno Kramp, den Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden der Piraten hier in Berlin. Bruno, vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen. Ja gut, wie gesagt, Landesvorsitzender Bruno Kramm, seit 2 Jahren Landesvorsitzender, jetzt Spitzenkandidat. Diesen Wahlkampf für uns ist der Ausgang dieser Klage so wesentlich wichtig, gerade in Berlin, wo wir dringend dieses freie WLAN brauchen für diese Smart City Berlin, für all die Existenzgründer, die das dringend brauchen, aber auch für Open Data, Open Government, für die Verwaltungsreform, für Crowdsourcing. Der schlechte Netzausbau trifft uns auch immer wieder in Berlin in Randbezirken. Es gibt ganz viele Aspekte, warum das wichtig ist, und deswegen freue ich mich auch, hier heute sein zu dürfen. Und vor allem freue ich mich auch darüber, dass der Kläger so zäh war, wie es nur ein Pirat sein kann, und das durchgehalten hat bis zur letzten Instanz. Ja, danke, Bruno. Tobias, ich würde dich bitten, dass du vielleicht mit ein paar kurzen Sätzen den Zuschauern erklären kannst, wie es denn zu der Klage gekommen ist, wie sich das entwickelt hat, damit man so ein bisschen die Zusammenhänge sehen kann, was da alles aufeinander gefolgt ist. Bitte schön. Ja, sowas geht immer und auch in meinem Fall mit einer Abmahnung los, die man irgendwann in seinem Briefkasten findet, wo dann mit einer irre kurzen Frist man antworten muss, indem man eine Unterlassungserklärung unterschreibt, und das Ganze ist auch mit ziemlich hohen Kosten verbunden. Nun hatte ich das Glück, dass ich damals schon bei der Piratenpartei aktiv war, wusste, an welche Leute mich wenden kann, und dann einfach Rücksprache gehalten habe parteiintern, und wir gesagt haben, ja, wir versuchen da was zu machen, wir versuchen da was zu erreichen. Es gibt dort einen Widerspruch eben zwischen dem Provider-Privileg für große Provider und der Störerhaftung für eben Einzelpersonen oder kleinere Gewerbetreibende. Und so haben wir uns entschlossen, dann Gegenklage zu erheben. Und das hat sich jetzt so ein bisschen gezogen. Das dauert ja vor Gericht alles immer ein bisschen. Und dann waren wir irgendwann beim Münchner Landgericht, das dann gesagt hat, ja, da gibt es tatsächlich Widersprüche. Und zwar jetzt nicht nur mit deutschem Recht, sondern auch mit Europarecht, mit der E-Commerce-Richtlinie, die eben auch Access-Provider freistellt von solchen Haftungsansprüchen. Eine Zwischenfrage, war die denn überrascht, dass das dann an den Europäischen Gerichtshof überwiesen worden ist direkt?
Ja, das war ziemlich prickelnd. Wir hatten schon vor, das Ganze in Deutschland durch die Instanzen zu ziehen. Und dann gab es in München die Situation, dass eben das Verfahren ausgesetzt wurde. Und also ich nicht, weil ich habe eh keine Ahnung, wie die Anwälte dann schon spekuliert haben, was kann denn da jetzt überhaupt der Anlass sein? Es gibt nur wenige Möglichkeiten, dass sowas eintreten kann. Unter anderem eben, dass Fragen an den EuGH gestellt werden oder an andere Gerichte. Von daher waren wir ein paar Wochen ziemlich aufgeregt, bis wir wussten, was los ist. Und dann hieß es also, ja, wir sind jetzt vom EuGH. Und das war dann schon, allein das war schon ein Erfolg, weil das, weil die Münchner Richter eben auch gesehen haben, dass es da tatsächlich Konflikte gibt zwischen unterschiedlichen Gesetzen und Vorschriften und eben dann sogar direkt an den EuGH gegangen sind. Danke. Nicole, wie sind denn die Piraten Bayern dazu gekommen, jetzt die Klage zu unterstützen? Ja, wenn man als, also wir sind in Bayern nur in einigen Kreis- und Gemeinderäten und Stadträten vertreten und wir müssen außerparlamentarisch politisch arbeiten und da bietet so eine Klage immer eine gute Gelegenheit, das zu tun. In dem Fall hatten wir nicht nur die Gelegenheit, sondern auch die geeignete Person, die gewillt war, das durchzuziehen. Die Piratenpartei Bayern hat dann zusammen mit dem Bezirksverband Oberbayern, also Gliederung der Piratenpartei, insgesamt 16.000 Euro bereitgestellt. Dazu kommen nochmal 4.000 Euro vom Bund. Also wir haben ein Budget von grob 20.000 Euro, um diese Klage bis zum Ende durchzuziehen. Ja, das primäre Ziel ist natürlich die Abschaffung der Störerhaftung und natürlich möchten wir dann auch gegen Sony gewinnen. Also wir in dem Fall Tobias. Patrick, die Bundespartei hat sich ja auch immer dafür ausgesprochen, dass dieser Prozess begleitet wird. Was kannst du uns dazu sagen, wie wird das aussehen, was wird vom Bund dann noch kommen? Naja, wir begleiten die Klage ja jetzt schon eine ganze Weile mit der Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesverband und je nachdem, wie das Urteil heute ausgeht und da noch Fragen offen sind, beziehungsweise die Haftungsfreistellung dort noch Lücken offen lässt für Abmahnkanzleien, werden wir natürlich in weitere Instanz gehen. Also wir werden versuchen, das weiter politisch auch zu fordern und werden auch immer wieder die Große Koalition darauf hinweisen, dass wir da nicht locker lassen. Bruno, ich fand das eben sehr interessant, was du gesagt hast über die freien Netze in Berlin. Und diese Dinge, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was ausführen. Feuerwehr vorbei ist. Ja, schauen wir uns den Verwaltungsbereich in Berlin an. Schauen wir uns an, wie seit Jahren versucht wird, hier eine Verwaltung mit einer geschlossenen Infrastruktur, Software zu realisieren. Wir wissen bis heute noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Wahl dann letztendlich auch anerkannt wird hinterher, ob sie reibungsfrei funktionieren wird in Berlin, weil die Software einfach unter Umständen noch zu viele Mängel offen hält. Das betrifft diesen ganzen Bereich von Openness. Unsere Idee war hier, so wie in anderen Ländern, viel stärker mit freier Software zu arbeiten. Schauen wir uns an in Ländern wie Finnland, Estland, wo freie Software, freies WLAN, das gehört alles letztendlich zusammen, funktioniert. Dort ist es möglich, auf Verwaltungsebene das den Bürgern zu bieten, was sie heute von einer modernen digitalen Infrastruktur verlangen, sei es, dass ich mich im Bürgeramt online aus Religionsgemeinschaften austragen will, mich scheiden lassen möchte, mein Geschlecht ändern möchte, was auch immer. Das ist in diesen Ländern möglich, bei uns natürlich nicht in der Form. Was ich aber noch sagen möchte, generell zu der Art und Weise, wie wir Piraten arbeiten. Es ist ja nicht die einzige Klage, wo die Piraten außerparlamentarisch versuchen, die Dinge umzusetzen, die für uns wichtig sind im Urheberrecht. Urheberrecht war für uns immer einer der zentralen Punkte. Wir haben begriffen, dass dieser digitale Wandel alle gesellschaftlichen Bereiche verändert. Sie müssen neu gedacht werden. Und dieses Urheberrecht, was wir momentan haben, ist ein Recht, das dazu geführt hat, dass der normale User genauso behandelt wird, als wäre ein klassischer Verleger oder Verwerter, der sich seinen Rechten gegenüber den Urhebern zu viel rausgenommen hat. Und genau da ist die Krux der ganzen Geschichte. Und wir Piraten haben dann eben relativ früh außerparlamentarisch angefangen auch zu klagen. Es gibt auch noch einen anderen Bereich, wo wir klagen, ähnlich wie bei der Klage gegen die VG Wort, klagen wir auch gegen die GEMA.
damit die Verleger endlich aus der GEMA verschwinden und diese Verwertungsgesellschaft nur den Urhebern alleine zur Verfügung steht. Da geht es um 2 Milliarden Euro, die die Urheber zurückbekommen würden. Und das sind eben diese Dinge, wo wir eben auch zeigen können, dass wir mit dem, was wir politisch vorhaben, durchaus auch Lösungen anbieten, die wir sogar versuchen, schon außerparlamentarisch dann eben über Gerichte auch einzuklagen. Ist auch ein Zeichen für den Reformschau unserer Gesellschaft, wenn die Regierung in Berlin dann eine Störerhaftung abschaffen möchte und sich damit schmückt und wir feststellen, dass es letztendlich nur eine halbe Wahrheit ist, denn Strafen sind immer noch möglich, bis letztendlich zur strafrechtlichen Konsequenz. Und genau da werden wir Piraten aktiv. Dankeschön. Was ich in dieser ganzen Klage zur Störerhaftung eigentlich interessant finde, ist, dass, obwohl das eigentliche Urteil im Europäischen Gerichtshof ja jetzt zu dieser Sekunde noch nicht bekannt ist, hat die Klage dazu geführt, dass der Generalanwalt eine Empfehlung gegeben hat und die Bundesregierung im vorauseilenden Gehorsam das Gesetz schon gleich geändert hat. Das heißt, sie haben, sagen wir mal so ein bisschen die Störerhaftung abgeschafft. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, dass Leute verklagt werden können, aber im Großen und Ganzen haben sie proaktiv schon was gemacht. Also allein das ist natürlich schon ein Erfolg, das muss man auch sehen. Ja, vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze sagen. Was erwartest du dir jetzt gleich von dem Urteil? Ja, genau, wie du gesagt hast, wurde das TMG jetzt schon angepasst. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo wir uns sehr freuen darüber. Es ist eben noch unklar, ob tatsächlich noch diese kostenpflichtigen Abmahnungen stattfinden können oder nicht. Die Regierung sagt, ja, wir haben das in der Erläuterung des Gesetzestextes ja genau hingeschrieben, was wir wollen. Andere Leute und Juristen sagen, ja, das steht leider nicht im Gesetzestext selber drin, von daher wird es weiterhin kostenpflichtige Abmahnungen geben. Das heißt, selbst im schlimmsten Fall, wenn jetzt halt der EuGH hinter den Anträgen des Generalanwalts zurückbleibt und wir mit dem aktuellen Telemediengesetz leben müssen, dann haben wir jetzt halt schon eine Verbesserung erreicht und müssen jetzt schauen, wie das sich in der Rechtspraxis entwickelt und ob wir dann noch weiter in Deutschland dann auch auf politischem Weg hoffentlich oder auch gerichtlich weiter dagegen oder nicht dagegen vorgehen, sondern es weiter verbessern können. Im besten Fall bestätigt der EuGH den Generalanwalt oder geht vielleicht sogar in einigen Dingen noch darüber hinaus oder wird konkreter, sodass tatsächlich nochmal Notwendigkeit besteht, dass das TMG angepasst wird. Darauf würde ich jetzt mal hoffen und ich hoffe, dass gleich das Telefon aus Luxemburg klingelt. Ja, erstens das und dass die Schalte nach Brüssel funktioniert und wir auch Julia Reda gleich befragen können. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir an dem Punkt vielleicht einfach schon mal ein paar Fragen von Ihnen zulassen. Und ich denke ja schon, das Telefon wird gleich klingeln und der Anwalt ist dran, dass wir das Urteil haben. Aber vielleicht möchte ich einfach ein paar Fragen stellen. Bitte schön. Ich habe eine Frage, was Sie gesagt haben zu der Großen Koalition, zum Gesetz der Großen Koalition. Weil Sie sagen, es kann ja weiterhin noch Klagen geben, nachdem die Störerhaftung laut GroKo vor 3 Monaten abgeschafft wurde. Ich habe jetzt mal überall rum recherchiert, weil Unternehmen, die bereits das Provider-Privileg haben, die von Hotspots, die hier viele WLAN öffnen, das ist bisher noch gar nicht vorgekommen. Also reden wir nicht über ein Problem, also schaffen Sie ja nicht ein Problem, das in der Praxis gar nicht gibt, weil das Provider-Privileg eben sehr wohl die Menschen schützt. Naja, zuallererst ist es so nicht ganz richtig, denn Abmahnungen werden weiterhin versendet. Die Gesetzesnovelle lässt ja komplett aus, dass Haftungsfreistellung des Paragraphen 8 Telemediengesetzes muss eben auch Ansprüche auf Unterlassung erfassen. Und das ist nicht geklärt und dann letztendlich so vor Abmahnungen schützen. Und dann gibt es noch den zweiten Aspekt mit der strafrechtlichen Konsequenz, wenn eben Straftaten über das WLAN-Netz stattfinden und dann eben die Routeradresse festgestellt wird, dann wird eben die Hausdurchsuchung bei dem Inhaber dieses WLAN-Routers gemacht. Und von der Seite her ist es eben noch nicht ganz so festgestellt. Aber kennen Sie da Fälle? Sind Ihnen da Fälle bekannt? Fälle der Abmahnung natürlich. Fälle der Abmahnung finden nach wie vor statt und deswegen hatte ja auch der Chaos Computer Club jetzt zuletzt so eine Seite aufgesetzt, die jetzt, würde ich sagen, ganz so erfolgreich war, aber der Bedarf ist nach wie vor da, denn es wird nach wie vor abgemahnt. Gibt es dann weitere Fragen?
Vielleicht die eine oder andere Frage noch an Tobias McFinn. Das machen wir das einfach so, du erzählst einfach noch ein bisschen weiter von der Kleinen. Wir überbrücken das jetzt, bis irgendeiner sich zuschaltet oder wir das Urteil haben. Ja, bitteschön. Was war denn die ursprüngliche Forderung dieser Erhebung? Es geht ja darum immer, es ist ja nur ein Teil davon wirklich was, was dann dem Rechteinhaber zugeht, ein Großteil davon sind Anwaltskosten und in der Summe war das irgendwas mit 800 bis 1000 Euro oder was in der Größenordnung, also ein ganz normaler Standardfall. Und es ging um Schlagermusik? Nee, es war nicht Schlagermusik, sondern deutscher Pop. Also das, was du... Ich weiß nicht, ob schon oft genug genannt wurde oder ob das nennen darf. Ich glaube, es ging um Wir sind Helden. Okay. Was vielleicht auch noch erwähnt wird, ist, gerade wenn es um diese ganzen urheberrechtlichen Aspekte geht, vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen, dass ja auf europäischer Ebene unser absoluter Experte für Digitales, Herr Oettinger aus dem Schwabenländle, ja wirklich Vorschläge from hell gemacht hat, die eben die Situation in Europa noch weiter verschlechtern werden, sei es der Bereich, dass er ganz gerne einen Upload-Filter eingesetzt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Idee, die in totalitären Regimen existiert, dass der Inhalt, der hochgeladen wird, erstmal gescannt wird. Also es ist quasi eine komplette Untersuchung des Inhaltes, den Menschen hochladen, egal wer das tut. Man kann ja auch nicht ausschließen bestimmte Berufsgruppen. Also es ist dann wirklich das komplette Scannen der Menschen, die Inhalte hochladen. Und dann zum Zweiten natürlich auch, dass er die überaus unerfolgreiches Leistungsschutzrecht für Presseverleger, was in Deutschland ja schon gezeigt hat bei der VG Media, wie unerfolgreich das realisierbar ist und wenig es letztendlich bringt, jetzt sogar europaweit realisieren möchte. Da wird uns diese große Diskrepanz klar, vor allem auch in Berlin, das wir ja auch immer irgendwie so als Zukunftslabor in all den IT-Technologien sehen, wie sehr die Diskrepanz ist zwischen dem, was Menschen wie Oettinger in ihrer Vorstellung eines Netzes, das eine Infrastruktur ist, die nur noch seinen gewerblichen Vorstellungen entspricht, die keinerlei Schutz der Privatsphäre mehr ermöglicht, die all die großartigen Ideen, die Open Source und die ganze Open-Bewegung bedeuten kann, komplett ausschließt und sich dort in erster Linie dem beugt, was große Verwerterkonzerne ganz gerne hätten, um ihre Rechte auch im Internet 1:1 wie in der physischen Welt durchzusetzen. Wie sehr es da nötig ist, dass wir Piraten immer wieder mit unseren Reformvorschlägen, dann sei es außerparlamentarisch vor Gerichten, aber auch natürlich in den Parlamenten aktiv werden, wie es zum Beispiel auch Julia Reda tut mit ihren Vorschlägen. Also wir haben jetzt gerade was bekommen. Ich nenne jetzt mal nicht den Nachrichtendienst, der uns das geschickt hat. Da steht drin, dass die unserer Klage, also der Empfehlung des Generalanwalts nicht gefolgt sind. Das heißt, Zwangsregistrierung unter Aufgabe der Anonymität, eventuell Passwortsicherung und ein Problem hat derjenige, wenn künftig nochmal vom selben Anschluss dieselbe Rechtsverletzung begangen wird. Das heißt, die sind der Empfehlung nicht gefolgt und das Landgericht in München wird dann das nächste Wort haben. Also das ist jetzt alles nur per SMS, ich sehe es jetzt gar nicht so, weil auch der Generalanwalt hat schon gefordert, dass es nach wie vor einen Anspruch auf Unterlassung geben muss und nichts anderes wäre das ja. Jetzt ist die Frage, wie diese Unterlassung dann eben, dieser Unterlassungsanspruch umgesetzt werden muss. Und das verstehe ich jetzt halt hier in dieser SMS-Konstruktion so, dass dann eventuell auch eine Passwortsicherung vorgenommen werden muss und andere Sachen. Das müssen wir jetzt dann tatsächlich mal im Volltext uns anschauen, wie schlimm die Einschränkungen sein werden. Ja, da denke ich mal, kriegen wir entweder gleich noch irgendwelche Infos oder spätestens, wenn der Anwalt das aufgearbeitet hat, werden das in unserer Pressemitteilung drinstehen. Es ist auf jeden Fall so, dass sie nicht generell den Empfehlungen des Generalanwalts gefolgt sind, wie wir das erwartet hätten. Damit ist für uns nicht das Ende aller Dinge erreicht, sondern wir gehen halt weiter den Weg der Klage vor dem Landgericht in München. Mhm. Haben wir inzwischen Brüssel? Nee, haben wir nicht. Ne? Was heißt denn, dass es nicht gefolgt?
Der Generalanwalt hatte gesagt, dass das im Prinzip das freigestellt werden soll, dass die WLAN-Geschichte in Deutschland steinzeitlich im Prinzip behandelt wird, dass es richtig wäre, dass alle mit offenen Netzen, ohne in Regress genommen werden zu können, im Internet unterwegs sein können. Das war seine Empfehlung. Die Bundesregierung hat ja einen Teil der Störerhaftung inzwischen abgeschafft, aber das trotzdem ja immer noch offen gehalten, dass man in Regress genommen werden kann. Harry, das kann ich nie lesen von dir. Kann es auch nicht lesen. Ja. Der Anwalt, der für uns am Europäischen Gerichtshof diese Dinge übermittelt, ist Alexander Hufschmidt, der diesen ganzen Prozess mit in die Wege geleitet hat, mit seiner Kollegin Dr. Fritz. Und war die Frage jetzt damit soweit beantwortet oder? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht kann der Kalle das besser erklären. Weil, so wenn es richtig verfolgt, nicht. Unterlassung ist nach wie vor möglich, dass das auch in die Bundesregierung so weit mit Menschen kann. Also eigentlich von der EuGH Bundesregierung. Nicht ganz. Weil was hier der Anwalt geschrieben hat, war auch der Aspekt, dass die erste der erste Verstoß nicht abgemahnt werden kann und auch keinerlei Konsequenzen daraus entstehen. Also ich würde sagen, so wie sich das liest, wir müssen die Begründung natürlich abwarten. Die Begründungen eines Gerichts sind wesentlich, wie dann das Urteil auch letztendlich aufzufassen ist für all die Fälle, die dann anhängig werden. Aber wesentlich ist, der erste Verstoß wird nicht abgemahnt. Das ist also quasi so eine Art Leitlösung, so wie sich das für uns gerade ausschaut. Dazwischen, ab der zweiten, wird abgemahnt. Und was als Möglichkeit vom Anwalt angesprochen wurde, dass also quasi eine Autorisierungspflicht, also sprich eine Vorschaltseite, gefordert wird, sind ungefähr so die abstruse Vorstellung, die eben auch Sigmar Gabriel gefordert hatte, die aber in jeglicher Form der Idee von einem freien WLAN-Netz widerspricht. Denn wenn ich mich jedes Mal registrieren und anmelden muss, dann ist es kein klassisch freies WLAN. Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, die Info aus Luxemburg ist, dass dass für die erste Verletzung weder Schadensersatzpflicht noch Abmahnkosten noch Gerichtskosten entstehen dürfen. Das ist ja schon mal positiv. Alles Weitere, man muss verstehen, das Ganze ist eine sehr, sehr umfassende Antwort, die das Gericht da gibt. Und das jetzt in drei SMS ist schwer zusammenzufassen. Auch der Anwalt schreibt, wir müssen erstmal die Begründung noch abwarten. Muss ich tatsächlich live vorlesen, weil es kommen neue Nachrichten rein. Also gewerbliche WLAN-Anbieter haften in keinster Weise für Verletzungen durch Dritte, keinerlei Pflicht zur Zahlung. Aber, und jetzt warte ich auf die nächste Nachricht. Das ist live. Das ist live, genau. Sie haben den Live-Ticker. Wir lesen Ihnen mal wieder das Internet. Kannst du das bitte ausdrucken? Ja. Mensch, ich jetzt noch schöner mit so einem Endlos-Drucker, wo das rausgespuckt kommt. Nein, also so viel von meiner Seite, wenn du kurz was füllen willst. Ja, okay, jetzt reicht mir das Mikro noch rum. Gut, also wenn Zugangskontrollen tatsächlich gefordert werden, haben wir natürlich auch ein Datenschutzproblem. Gerade für die kleinen Anbieter, die sich dann entweder auf irgendwelche größeren Netzwerke stürzen werden. Das heißt, ich meine, im Moment gibt es schon einen Freifunk, wo man sich dann quasi anonym bewegen kann. Aber viele verlangen dann natürlich doch die Daten. Wenn sie zum Beispiel in ein Hotel gehen oder in einem Café, dass sie dann sich registrieren müssen. Wir hatten in Bayern zur Zeit, bevor es das totale Rauchverbot gab, die Situation, dass man sich in den ganzen Restaurants registrieren musste, wenn man da noch sitzen wollte, wenn geraucht wurde. Was mit diesen Daten passiert ist, weiß auch kein Mensch. Und also da hat dann jeder Wirt angefangen, irgendwelche Daten von seinen Gästen zu erheben. Und ich habe Sorge, dass das in dem Fall dann auch so wird, dass jeder Kaffeebetreiber oder Restaurantbetreiber anfängt, dann Daten zu sammeln, wo ich als Gast keine Möglichkeit habe, den Verbleib zu kontrollieren. So, wir haben die nächsten Informationshappen. Okay, also nach einem ersten Verstoß kann aber dann derjenige, der ein offenes WLAN betreibt, zur Unterlassung verpflichtet werden, dass diese Verletzung eben nicht nochmal passiert. Der jeweilige WLAN-Anbieter hat die Wahl der technischen Mittel.
Da bin ich dann mal gespannt, da hatte der Generalanwalt noch auch Verhältnismäßigkeiten gefordert, stand auch im Raum, dass es viel zu aufwendig ist, für kleine WLAN-Betreiber da irgendwie großartige Filter und andere Sachen einzusetzen. Da müssen wir in der Begründung nochmal schauen, wie das Gericht sich das im Detail vorstellt. Und bei einem weiteren Verstoß, wenn der Schutz unzureichend war, kann es auch Ordnungsgelder geben. Das ist jetzt mal der aktuelle Informationsstand. Also alles ein bisschen durchwachsen, so richtig glücklich bin ich nicht. Wir werden aber jetzt erstmal die Begründung des Gerichts uns komplett anschauen müssen, um zu sehen, wie sich das wirklich auswirkt. Machen jemand? Oder weitere Fragen? Hier steht noch, das mit dem Passwortschutz hast du schon erzählt, ne? Ja, danke. Der EuGH hat klargestellt, dass ein Mittel, ein Passwortschutz des WLAN wäre in Verbindung mit User-Registrierung. Also das sind so diese Sachen, die früher auch schon immer alle gefordert haben, wo man dann sagen kann, das ist vielleicht mäßig sinnvoll, sowas zu machen. Mirko, wie sieht's aus? Also wir hatten hier gerade eine Verbindung mit jemand, der mir nicht bekannt ist, ohne Ton, aber also das scheint schon jemand so zu sein aus dem Parlament, das ist aber nicht Julia. Und wir hatten das ja letztens mit Julias Account getestet, insofern. Ich würde gerne auch noch darauf hinweisen, warum ein offenes WLAN ohne Authentifizierung, jetzt unabhängig von den datenschutzrechtlichen Aspekten, so wesentlich wichtig ist für eine offene Gesellschaft. Wenn wir uns den Bereich des Crowdsourcing anschauen, den Bereich, wo wir versuchen im Sinne des Gemeinwesens mit Datensätzen, die uns freiwillig übermittelt werden, Dinge zu realisieren, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Sei es die Verkehrssteuerung, wie mit dem Projekt Flow, was es bereits gibt, und viele andere Projekte dieser Art. Dort ist es wesentlich, dass wir ein freies WLAN überall verfügbar haben, das ohne Autorisierung funktioniert. Denn der Nutzer kann sich dann nicht ständig, während er in Bewegung ist, immer wieder neu autorisieren, sondern er muss dieses freie WLAN zur Verfügung haben, das ständig Datenfluss garantiert ist. Und genau diese Dinge, die im Crowdsourcing-Bereich so wichtig sind, sei es, wenn es darum geht, seiner Verwaltung mitzuteilen, wo funktioniert Technologie nicht, wo ist eine Lampe kaputt, repariert dies und das, oder aber Verkehrssteuerung, aber auch für das barrierefreie Berlin, die Idee, Menschen, die blind sind, die sich irgendwie anders über technische Hilfsmittel in dieser Stadt navigieren müssen, die sind darauf angewiesen, dass es eine Netzabdeckung gibt. Und im Falle der Idee von Partizipation, dass also jeder Mensch jederzeit die Möglichkeit hat, das Internet zu nutzen und nicht nur über teure Flatrates, ist es wesentlich, dass Menschen für eine barrierefreie Stadt genau auf dieses freie WLAN ohne Autorisierung zugreifen können. Der Anwalt hat ganz kurz seine Meinung dazu auch mit in diesen Chat reingeschrieben. Er sagt, das ist nicht gut und dass wir auf die Begründung warten müssen. Ich würde jetzt gerne den Tobias noch fragen, wie geht es denn dann mit der Klage jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte deiner Ansicht nach? Gut, anhand dieses Urteils, dieser Antworten vom EuGH und auch anhand der umfangreichen Begründung, die dazu abgeliefert wird, wird dann zum Beispiel ein Landgericht in meinem Fall weiter entscheiden. Da sehe ich jetzt gar nicht so Spaß, weil für mich war es ja der erste Verstoß. Aber für alle anderen kann ich, glaube ich, nur sagen, dass der Kampf für freie Netze wohl noch lange weitergehen wird, auch nach dem heutigen Tag. Mirko, wie sieht's aus? Keine Ahnung, die haben irgendwie Probleme mit Ton und Bild. Also wir haben ja unseren Anschluss getestet. Also an uns liegt es nicht. Gut, also wir haben eine Brüsseler Blue Screen, Black Screen, wie auch immer. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte. Ja, wenn wir Zeit zu überbrücken haben, französische Mittel, ich kandidiere ja auch in Berlin für die Piraten am Sonntag. Und bin selbst auch betroffen von einer chronologisch schwierigen, für mich auch sprachlichen Situationen. Ich bin zum Beispiel einfach als Bürger jemand, der seine Türen auch aufmacht, wenn Leute Unterkunft suchen. Ich habe bei mir zahlreiche Leute jetzt auch im Zug des Wahlkampfs übernachten lassen. Und natürlich ist bei mir dann, ich habe den Schlüssel verwendet, der noch auf dem Router steht. Ich habe auch kein Interesse daran, es da zu halten. Und es ist kaum passiert, dass am 21.
eben ist es ein Upload, ein Einzelfall passiert ist, also 6 Tage bevor die Neuregelung der Bundesregierung in Kraft tritt, was ja am 27. der Fall ist. Und hab eine Abmahnung mit hohen Schadensersatzforderungen, also 1000 Euro vom Weg bekommen, natürlich der Unterlassungserklärung. Und mich interessiert selber natürlich jetzt auch sehr, inwieweit jetzt auch durch diese Überschneidung jetzt stattfinden. Also ich verstehe es jetzt so, dass ich auf gar keinen Fall angesichts eines Erstverstoßes da irgendwie haftbar bin, aber natürlich habe ich kein Interesse daran, in Zukunft restriktiver zu sein, welche Menschen in meinem Haus betreten dürfen. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich sagen, beschließen wir das gleich. Ich sehe, da bitte. Eine Nachfrage. Habe ich das richtig verstanden, dass da ganz klar jetzt zwischen gewerblichen und privaten Offenennetzen unterschieden wird? Das habe ich eben nicht so verstanden. Klar, logisch. Also, mein Fall war ja, ja gewerblich. Hallo, kann ich mich hören? Jetzt hören wir was, ja. Okay. Erzählt uns noch ein Bild. Wir probieren das eben noch kurz. Du wolltest noch eine Antwort geben auf gewerblich oder nicht? Also in meinem Fall war es gewerblich, das heißt, die Fragen an den EuGH haben sich auch alle auf gewerbliche Nutzung oder gewerbliches Anbieten von WLAN bezogen. Jetzt unterscheidet das deutsche Telemediengesetz aber gerade nicht zwischen gewerblichem und privatem Betrieb. Von daher ist es dann von der Umsetzung in Deutschland her, wenn jetzt dann nicht nochmal explizit was umgeschrieben wird, egal ob privat oder gewerblich. Also ich denke, das Urteil ist für die neuen Pläne von Kommissionspräsident Juncker jetzt auch ein großer Rückschlag. Also gestern noch hat der Kommissionspräsident uns versprochen, es wird bis 2020 in allen europäischen Städten und Dörfern freie WLAN geben. Und wenn jetzt Rechteinhaber verlangen können, per einstweiliger Verfügung, dass ein Passwortschutz eingerichtet wird, dann wird das natürlich extrem schwierig. Also zum Beispiel hat Juncker gesagt, dass Geflüchtete diese WLAN nutzen können sollen. Und es ist natürlich völlig illusorisch von Leuten, die zum Beispiel ihre Identität überhaupt nicht nachweisen können, zu verlangen, dass sie sich in irgendeiner Form für ein geschlossenes System registrieren. Also ich glaube, dieses Ziel von Juncker ist eigentlich nur möglich mit Freifunk, mit wirklich offenen WLAN ohne Passwort. Und vor diesem Hintergrund, also nicht nur die Möglichkeit, dass Leute zur Zahlung verpflichtet werden können, bei wiederholten Aufforderungen bedenklich, sondern vor allen Dingen auch der Passwortschutz. Das wird jetzt, denke ich, für den WLAN-Ausbau in Europa große Schwierigkeiten sorgen. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Hast du noch ein Schlusswort zu der Klage für uns? Dann würden wir sonst gleich die Pressekonferenz beenden. Entschuldigung, ich konnte dich nicht verstehen. Vielleicht kannst du das Handy bitte in die Hand nehmen. Ja, ich mache das immer ganz klar. Vielleicht hast du noch ein Schlusswort für uns zu der Klage. Wir würden danach dann gleich die Pressekonferenz beenden. Genau, ein Schlusswort. Ja, also ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass Herr Kratz diesen Prozess geführt hat, weil letzten Endes hat er ja das Gefühl, dass in Deutschland das Gesetz geändert wurde. Was jetzt natürlich problematisch ist, ist, dass der EuGH die verbleibenden Lücken in dem deutschen Gesetz zur Störerhaftung nicht hinreichend beschlossen hat. Es besteht nach wie vor ein Rechtsrisiko, dass man im wiederholten Falle als Treiber eines offenen WLANs zur Kasse gebeten werden kann. Und es wird sich jetzt zeigen müssen, ob wie die Gerichte damit umgehen, dass grundsätzlich ein Passwortschutz verlangt werden kann. Ich denke, es ist aber trotzdem wichtig, dass wir in Deutschland weitergeführt haben. Nur wenn auf europäischer Ebene freie WLAN ohne Passwort tatsächlich zur Norm werden sollen, was wir, denke ich, brauchen, dann brauchen wir dafür jetzt eine sichere Rechtsgrundlage. Ja, vielen Dank, Julia. Dann werde ich die Pressekonferenz jetzt hiermit beenden. Sie können gleich... Ich hätte noch einen Nachsatz. Ja. Ich habe jetzt die Textzusammenfassung
des Urteils der DIN A4-Seite, aber das Ganze jetzt auch schriftlich haben, was gerade gewuscht und rüberkam. Das heißt, wir können es jetzt noch durchschauen oder es wird auf jeden Fall so eine Weile dauern, bis wir alles bearbeitet haben. Die ganze Begründung ist auch noch nicht online, aber den reinen Text der kurzen Urteilsbegründung, die habe ich jetzt mal. Das können wir dann gleich so machen. Der Tobias McFadden steht Ihnen zu Einzelfragen und zu Einzelinterviews weiterhin zur Verfügung. Wir werden jetzt einfach die Pressekonferenz selber beenden und möchten Sie dann bitten, da vorne ist eine Ecke, wenn Sie ihn befragen möchten. Er hat die Begründung jetzt dabei, dann können wir das da durchsprechen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und ja, bis bald.